Hallo und herzlich willkommen zu eurem IoT-Channel. Hier ist Elisabeth von ECBM mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Heute geht es darum, was hat eigentlich das IoT mit der Kreislaufwirtschaft zu tun? Das IoT ist ja grundsätzlich gut dazu geeignet, Dinge nachzuverfolgen. Ich kann Dinge kennzeichnen und kann dann eben auslesen, was das Ding ist, was ich mir gerade angucke. Wenn ich mir überlege, zum Beispiel Kreislaufwirtschaft für Handys oder für Autos, für also größere Dinge, die aus mehreren anderen Sachen zusammengesetzt sind, dann muss ich ja, nachdem das Produkt zu Ende benutzt wurde, nicht mehr benutzbar ist, ins Recycling gegeben wird, irgendwie wissen, woraus es besteht und was ich mit diesen ganzen Dingen machen kann. Und da kann mir das IoT zum Beispiel sehr helfen. Wenn ich bei größeren Teilen, bei teureren Teilen zum Beispiel einen kleinen Chip einbaue, einen wirklich winzigen, der auch nur wenige Cent kostet, zum Beispiel einen RFID-Chip, dann kann ich über diesen Chip die Teile identifizieren. Dann kann ich zum Beispiel sagen, diese Komponente besteht aus 80% Aluminium, 20% irgendein anderes Metall und wurde in dem und dem Werk in der und der Charge gebaut. Das sind alles Informationen, die ich dann über diese Teile rausbekommen kann, über diesen Chip. Aber es gibt sogar noch einfachere Möglichkeiten, solche Teile zu kennzeichnen. Nehmen wir die Wasserflasche vom letzten Video, da macht ein Chip überhaupt keinen Sinn. Denn da nochmal irgendwie einen Metallchip in das Plastik reinzumachen, würde natürlich das Recycling wieder erschweren. Und so kann ich zum Beispiel auf diese Flasche, auf das Plastik, ein digitales Wasserzeichen aufbringen. Das ist wie so ein QR-Code, den ja eigentlich fast alle inzwischen kennen. Nur ist der für das menschliche Auge kaum sichtbar, kann aber eben eingescannt werden von bestimmten Scannern. Und so weiß ich dann zum Beispiel, ich bin eine Wasserflasche aus Polypropylen wurde da und da hergestellt. Das wiederum kann mir beim Recycling total helfen, weil ich dann genau weiß, das war eine Lebensmittelverpackung, die darf ich wieder für Lebensmittel verwenden und eben auch, welches Material es war und vielleicht auch, ob es vorher schon mal recycelt wurde oder nicht. Das sagt mir wieder was über die Materialqualität. Dieses gesamte Nachverfolgungs- und Identifikationsthema, dafür brauche ich eben Echtzeitinformationen. Das heißt, ich muss das Material, das ich betrachte, in Echtzeit mit einer Datenbank abgleichen. Dafür brauche ich die Verbindung zum Internet und da bin ich wieder beim Internet of Things. Mit IoT-Technologie kann ich natürlich auch genau wissen, wie viel wovon an welcher Stelle ist. Das heißt, ich muss mein Lager nicht überfüllen, weil ich eben genau wissen kann, was wann wo in der Produktion benötigt wird und ob ich nachproduzieren muss oder nicht. Dadurch kann ich wiederum Ressourcen sparen, was im Sinne der Circular Economy auf jeden Fall auch eine wichtige Sache ist. Und durch die IoT-getriebene Überwachung eines Produktionsprozesses kann ich von vornherein dafür sorgen, dass ich weniger Ausschuss habe, dass ich bessere Qualität produziere und damit auch die Produkte schon wieder länger leben. Aber das ist nochmal ein ganzes Thema für sich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.